Jo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Stronghold 2. Der Wolf. 3, what the fuck. Blackstaff kehrte mit weiteren Beweisen für seine Macht zurück. Es war schwer zu glauben, dass er noch lebte. Ich hatte ihn getötet. Und sein Einfluss hatte wieder einmal dieses ganze Land zerrissen. Der Kampf gegen den Schakal war der Anfang vom Ende gewesen. Der Wendepunkt in diesem Krieg. Wir nahmen den königlichen Palast wieder ein. Bereit, Lady Catherine zur Königin zu krönen. Der Wolf war nirgends zu finden. Seine Kräfte waren erschöpft. Ohne seine Verbündeten hatte er keine Chance gegen uns. Wir hörten, dass der Wolf gesichtet worden war. Er war in meiner alten Festung mit dem Rest seiner Armee. Noch heute Abend würden wir ausziehen. Heute Nacht würden wir den Wolf finden. Ey, es muss natürlich mit einer Scheißbelagerung enden. Ist seit jener Nacht passiert, in der ihr aus eurer Burg geflohen seid. Nun seid ihr zurück und der Wolf wartet hier auf euch. Die Zeit ist gekommen, um eure Burg zurückzuerobern und euch eurem Erzfeind zu stellen. Okay, ist auf jeden Fall die letzte Mission. Katapulte sind eure wertvollste Hilfe in dieser Mission. Alle Torhäuser der Burg haben eine gute Verteidigung. Eure Armbrustschützen werden sich gegen bewaffnete feindliche Truppen sehr effektiv erweisen. Bogenschützen auf Türmen können durch Angriffe der Türme mit Katapulten getötet werden. Die kleine Streitkraft des Wolfs konzentriert sich hauptsächlich darauf, die Vorderseite der Burg zu schützen. Wenn sich eure Truppen zur Rückseite der Burg schleichen, könnt ihr leicht zum Bergfried gelangen. Leicht? Leicht? Habe ich da gerade leicht gehört? Okay. Die kleine Streitmacht des Wolfes? Wir werden angegriffen. Wait, what? Ey. Botschaft. Eure alte Burg hat schon bessere Tage gesehen, mein Lord. Also stehen halt alle unsere Leute stehen halt in der Range von den Bogenschützen. Bei sowas frage ich mich halt, hätten sie da nicht einfach den Autospawn 2 Zentimeter weiter nach hinten machen können? Was soll denn das? Aber wie soll man sich hier denn hinschleichen? Die Späher berichten, dass die Burg hauptsächlich von den übrigen Männern aus Weinfurts Armee bemannt wird. Oh, never mind. Kann man, no way, kann man da hoch. Guten Tag, eure Hoheit. Nee, kann man nicht. Hä, eben. Was ist das für ein Schwachsinn? Also ja, hier ist natürlich schon deutlich besser, aber das ist ja, da muss er trotzdem hier vorbeilaufen. Hier sind dreifach, what the fuck? Was soll ich, das ist ein dämlicher Müll, ey. Also schleicht euch einfach zurück, seid ihr der Burg, dann ist es ganz einfach. Ja, da musst du erst mal hinkommen, Bro. Da musste erstmal hinkommen. Aber gut, theoretisch, wenn man die 3, 4 Dinger zerstört, dann wäre es möglich. Wir haben allerdings. Neue Befehle, Sire. Ah, wir haben 4 Katapulte. Das Problem ist nur, die Range von den Katapulten lässt in dem Game nicht wirklich viel zu. Auf euren Befehl. Gehen los. Okay, was haben wir denn so? Wir kämpfen tapfer. 12 Armbrustschützen, 10 von denen Boys. Das ist eine düstere Aufgabe. Hört auf, uns so herumzukommandieren. Bereit! Lass mir doch mal die Schnauze. Marsch! Was sagt ihr, my Lord? Los geht's. Was? Wie können wir die? Sollen wir noch? Uff, einen fetten Klumpen. Eure Befehle, Sir. Verschiedenster Soldaten. Kolonnenformation, Männer! Bogenschützen, vorbereiten! So. In Linie gehen! Alles hier unten sammeln. Und dann haben wir nur noch. Bereit, Sire! Oh. Kolonnenformation! Hä, hey, was haben wir denn noch? Pikiniere? Nee, Armbrust. Achso, Armbrust. Die Waffen. Haben wir keine Schwertkämpfer? Ach nee, die habe ich ja schon losgeschickt. Ups. My Lord? Okay, dann gucken wir mal, wie weit so die Range ist. Auch bekannt! Theoretisch, hier stehen ja nur 2 Typen drauf. Ziehen jetzt los! Das wird sich aber nicht ausgehen von der Range her. Bewegen uns! Also die können uns safe früher treffen als wir die. Ja, eben. Ort bekannt! Nutzlos. Nutzlos, 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 nutzlos. Wir werden angegriffen. Ja, Mann, ich sehe los! Das Einzige, was wir probieren könnten, wäre halt, unsere Bögen als dringend. Ob! Ja, als ob! Als ob. Ja, genau. Hörst du jetzt mal bitte auf? Hörst du jetzt mal bitte auf, meine Katapulte zu...
Wir sind einsatzbereit. Baumeisterabteilung zieht los. Rücken vor. Ja, Sire. Ah, ja. Genau. Okay. Aha. Mhm. Aha. Verstehe. So funktioniert das also. Vielleicht glaubt ihr es mir jetzt. Ich bin nicht verrückt. Das Game ist literally verbuggt, was Bogenschützen angeht. Ich kann mich nur noch 25 Mal wiederholen. Vieles ist seit jener. Also wirklich, es ist crazy, diese Bogenschützen im Game. Das hätten sie einfach weglassen sollen. Actually. Not kidding. Also gut. So. Eure alte Burg hat schon bessere Tage gesehen, mein Lord. Die Späher berichten, dass die Burg hauptsächlich von den übrigen Männern aus Swinefoots Armee bemannt wird, Sire. Toll. Noch ein Marsch. Ja, wir müssen halt die platt machen. Wir müssen halt alle Bogenschützen platt machen. Das bringt halt nichts. Sire, befehle ich hier uns. Kann man auch nicht hoch, ne? Also hier würde ich ganz sicher nicht angreifen. Da bist du lebensmüde. Ach so, wobei, oder? Nevermind. Ist das sogar so gemeint? Eigentlich ist es ja hier sogar schwieriger, aber schau mal. Hier hinten könnte man da dann langlaufen. Oder auch nicht. Na gut, aber na, hier muss der vorne hin. Na, und hier ist wahrscheinlich alles voller Pech. Ja. Gebt uns etwas zu tun. Okay. Erwarte Befehle! Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. In Linie gehen! Ja, dann probieren wir halt, die beiden Bogenschützen da wegzuholen. Das wird uns halt etliche Soldaten kosten. In Bewegung! Gehen in Stellung! Pfeiler anlegen! Jeder Pfeil muss treffen! Pfeiler anlegen! Bringt sie zu Fall! Vieles ist seit jener. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, ganz ehrlich. Du klickst drauf, die sollen dann angreifen, wenn sie in Range sind. Was machen sie? Bleiben einfach alle stehen und lassen sich umbringen. Ich wünschte, die Gegner würden das mal so machen. Seid gegrüßt. Wir werden angegriffen. Naja, das da oben ist wahrscheinlich echt keine Option. Also ich meine, an für sich ist es nicht wirklich schwieriger. Aber es ist halt alles auf diesen Punkt konzentriert. Was im Endeffekt einfach nur heißt, hier wird alles voller Pech wahrscheinlich sein. Es triggert halt hart, weil es wurde halt einfach gesagt, man kann von hinten sich anschleichen. Und es stimmt halt einfach nicht. Die Burg hauptsächlich von den übrigen Männern aus Swinefoots Armee bemannt wird, Sire. Vor allem allein schon diese Information. Who the fuck cares, wer das ist? Also, interessiert mich das jetzt, ob das jetzt Swinefoots Männer sind oder nicht? Oder keine Ahnung. Who the fuck cares? Literally. Oh ja. Was man machen könnte, ist den Rambok tatsächlich als Schild benutzen. Ich weiß allerdings nicht, ob das mit Bogenschützen funktioniert. Abgesehen davon bringt es gar nicht mal was. Na, man meint, es bringt gar nichts. Weil die Bogenschützen ja nichts machen können. Hatten wir gerade gesehen. Unsere Schwerter sind die euren. Gebt uns etwas zu tun. Das Problem ist halt auch einfach die Range, also hier drüben auch, das ist
Die könnte ich halt einfach alle dann treffen. Das ist jetzt so ätzend einfach. Die Katapulte müssten halt mindestens die Baumstämme ausschalten und zumindest ein paar Bogenschützen gehen. Also die, es kann nicht sein, dass die nichts machen halt. Oder halt wirklich sehr wenig. Okay, der Rambock funktioniert als Schild. Okay, passt. Dann speichern wir hier mal. Muss man sich nicht immer wieder neu starten. Also schon, aber halt immer ab diesem Punkt. Rücken vor. Wie gesagt, useless. Oh, und da ist Pech. Was für eine Überraschung. In Vorbereitung. Alter, diese scheiß Katapulte, Mann. Ey, es ist ein scheiß Witz. Der einzige Katapult, der geschossen hätte, ist natürlich der einzige, der drauf geht. Wie können wir na gut, jetzt wissen wir immerhin, dass wir... Warte mal. Dann lösen wir das doch mit den Bauern aus. Verlier dein Helm nicht, Knappe. Bogenschützen, bereit machen. Toll, noch ein Marsch. Auf die Füße, Jungs. Deswegen zwei, weil wenn einer stirbt, bringt's nicht viel. Los geht's. Perfekt. Wie lautet der Plan? Ort bekannt. Gehen los! Bewegen uns! Die Range von den Katapulten, die ist echt sowas von belastend einfach nur. In Vorbereitung! In Vorbereitung! Ihr sollt die... Ey, es ist nicht kaputt gegangen, es wurde ausgelöst und zwar durch mich. Jetzt ist es kaputt. Aber auch alle unsere Katapulten... Ich verstehe es nicht, was muss man denn machen? Ich kann doch jetzt nicht alle meine Soldaten hier hinschicken. Die gehen doch alle einfach nur drauf. Hier sind die Baumstämme. Ich kann doch nicht die Baumstämme auslösen, zeitgleich mit den Katapulten alle Türme zerstören und mit allen Bogenschützen alle anderen Bogenschützen töten und dann auch alle meine Männer übrig haben, um den Feind zu töten. Vielleicht muss man die Mission tatsächlich auf leicht spielen. Aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe nicht, wie man das gewinnen soll. Es ist einfach unmöglich. Ich meine, klar, ich habe es gerade erst einmal probiert im Endeffekt, aber... So richtig zumindest. Oh na, das ist schon... Wie lautet der Plan? Schöner Tag, Eure Hoheit. Gut, gut. Also los dann. Da wird noch mehr brennendes Zeug, by the way, ausgelöst. Unsere Werkzeuge sind bereit. Verlier deinen Helm nicht, Knappe. Nice. Hier wird, glaube ich, noch mehr ausgelöst. Ja, das heißt, wir könnten mit den bewaffneten Bauern... Ja, aber du musst halt mindestens 9 bewaffnete Bauern jetzt da lang schicken, dann löst du erstmal das ganze Pech aus. Oder was auch immer dieses brennende Zeug ist, keine Ahnung. Dann, und die Baumstämme, und wenn die Baumstämme einmal ausgelöst sind, musst du ja sofort handeln, weil sonst recovern sich die Baumstämme einfach. Oder man rennt einfach einmal vorbei, schickt alle seine Truppen hier in diese Ecke, zerstört die Mauern und macht das dann quasi. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was noch ganz gut funktionieren könnte. Das will ich mal ausprobieren. Weil das einfach so retarded ist, dass es jetzt schon wieder funktionieren könnte. Aber dafür müsste man halt, wie gesagt... Dafür müsste man halt schon ziemlich schnell agieren und das ist natürlich ziemlich schwierig. Einer hinter dem anderen. Bereit, Sir. Was? Wir verschwenden unsere Zeit. Neue Befehle. Kolonnenformation, Männer. Okay. Dann speichern wir das mal ab. Ja, und sowas bin ich halt richtig schlecht. So 50 Truppen gleichzeitig koordinieren und so. Da bin ich einfach richtig schlecht drin. Naja, mindestens die Hälfte, fast alle Bauern. Dann einfach hier vorbeischicken. Auf die Füße, Jungs. Also die muss ich lenken. Genau. Und dann schicken wir die
direkt hinterher. Die sammeln sich da. Die gehen auf Nummer sicher, dass da wirklich nichts ist. Die bauen hier die Wände ab. Dafür sind die ja geschaffen. Und die stellen sich am besten hier hin. Genau wie die. Genau wie die. Und die. Und dann könnte ich theoretisch nebenbei noch probieren, irgendwie mit den Katapulten was zu reißen. Weil ich jetzt alle dahin Na, die habe ich nicht hingeschickt, glaube ich. Nee, doch. Keine Ahnung. Okay. Ich habe jetzt schon das Feuer schon ausgelöst, oder? Oh mein Gott, habe ich das Feuer schon ausgelöst? Nope, habe ich nicht. Erstens mal einfach alle One-Hit. Und zweitens... Aber ich war mir gerade relativ sicher, dass wir das Feuer schon ausgelöst hatten. Da gibt es echt zwei. Da waren es doch zwei. Los geht's. Und wenn das zwei sind, dann sind das safe auch mindestens 10. Das Problem ist, dann kann man nicht alle Einheiten gleichzeitig losschicken. Dann kann man aber auch nicht die Baumstämme triggern. Das ist so ein Schwachsinn. Weil mir die Baumstämme ja auch ewig lang liegen bleiben. Da habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Die bleiben mir einfach 100 Jahre lang liegen. Bis wirklich jeder einzelne deiner Soldaten tot ist. Bisschen früh, oder? Na gut, direkt danach zu schicken, wäre jetzt natürlich auch besonders intelligent. Können wir Pferde haben? Also gut, wieder in Bewegung. Seid gegrüßt. Was? Meine Füße tun weh. Na, da ist noch mehr. Also gut. Was? Also wirklich, Mann, ich denke mir halt, warum so gibst du den Spielern überhaupt Tipps, wenn du ihnen einfach sagst, die Burg wird nur von vorne verteidigt. Die Burg wird nur von vorne verteidigt. Junge, wenn du sagst, nur von vorne, heißt das, die Seite wird quasi gar nicht verteidigt. Wenn hier das komplette Feld in Flammen aufgeht, vierfache Baumstämme runterrollen, die quasi, die, by the way, alles one-hitten, alles, und noch 50 Bogenschützen, wo ist denn das bitte nicht verteidigt? Können wir Pferde haben? Also ich meine, dass jetzt wirklich gar keiner da steht, das war mir schon klar. Und soll ja auch nicht so sein. Klasse. Ich meine, Alter, ist es genauso krass verteidigt wie hier vorne. Es stimmt halt einfach nichts an Informationen. So, also jetzt haben wir es bis hierhin ausgelöst. Die müssen es jetzt halt tatsächlich schaffen, hier runterzulaufen. Jetzt machen wir Pause. Ja, das Problem ist, die haben die Baumstämme nicht mal getriggert, diese Loser. Das wird halt einfach nichts bringen jetzt. Ich probiere es trotzdem. Achso, die habe ich ja schon losgeschickt, aber meint. Die auch. Die haben wir noch nicht losgeschickt. Und die haben wir noch nicht losgeschickt. Na dann mal, let's go. Oh ja. Bewege Sturmbock! Ja, Sire! Okay, die Katapulte hätte ich etwas früher losschicken sollen als den Rest. Bogenschützen vorbereiten. Jetzt müsste man eigentlich fast zu allen sagen, stopp. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Ach du Scheiße. Auf die Plätze, schaut euch das an, Alter. Einfach nur ein Gemetzel. Wir werden angegriffen. Die standen halt nicht mal da drinnen. Schaut euch das mal an, meine Soldaten standen nicht mal drinnen. Leute, das ist halt einfach nur übelst verbuggt. Die Baumstämme waren schon lange weg. Da waren, wenn überhaupt, nur noch Flammen. Meine Soldaten bewegen sich und dann sterben einfach 10 Leute aus unerklärlichen Gründen. Oh, die habe ich gar nicht losgeschickt, aber spielt hier keine Rolle. Es ist einfach wirklich, es ist so retarded. Holy shit. Ich will einfach nur mal den Unterschied sehen. Was ist der Unterschied, wenn man es auf leicht probiert? Oh nein. Ich will nur mal sehen, was ist der Unterschied jetzt zu normal und leicht? Würde mich jetzt einfach mal interessieren. Oh. Natürlich, wenn du... Ich habe vergessen, dass das Spiel ja schon etwas älter ist.
hängt sich natürlich auf, wenn man es ein bisschen Willkommen öfter drückt. Bei Stronghold 3, mein Herr. So, jetzt nicht so schnell. Der Wolf. Zack. Vieles ist seit jener Schwierigkeit Nacht passiert, leicht. Jetzt will ich mal den Unterschied sehen einfach. Wahrscheinlich hätten wir einfach nur mehr Soldaten. Ein Tribocken wäre heftig. Aha! Lol. Okay, man hat viel mehr Soldaten. Aber man hat allein schon mal zwei Katapulte mehr. Ah, okay, es sind aber nur die Soldaten mehr. Die Burg an sich ist die gleiche. Tatsache. Okay, wenn wir es jetzt immer noch nicht packen, das ist schon ziemlich peinlich. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, wir schaffen es trotzdem nicht, weil es ändert sich halt nichts. Es ändert sich ja nichts. Du kannst gegen diese Baumstämme einfach nichts machen. Daran ändert sich nichts. Der einzige Unterschied ist, dass du mit 6 Katapulten, also wenn du dann die Baumstämme nicht in einem Schuss mit einmal 6 Schuss zerstörst, also dann ist wirklich jegliche Hoffnung verloren. Aber sonst hat sich eigentlich nichts geändert, ne? Es sind einfach nur 2 Katapulte mehr eigentlich. Also es sind alle Soldaten sind mehr safe, aber es hätte auf den ersten Blick. Okay, auch 10 Bogenschützen mehr. Ah, okay. Wir sind einsatzbereit. Eure alte Burg hat schon bessere Tage gesehen, mein Lord. Ich glaube, die Range ist kleiner. Nee, keine Ahnung. Von den übrigen Männern aus Weinfurts Armee bemannt wird sein. Die bewaffneten Bauern sind tatsächlich die gleiche Anzahl. 5 mehr von den Lanzenträgern. Armbrustschützen ist auch gleich. Saboteure sind gleich. Okay, ich habe mir jetzt echt gesagt ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich dachte, das sind jetzt einfach nur die Hälfte der Verteidiger oder keine Baumstämme oder so. Irgendwas richtig krasses. Ja, aber es ist jetzt nur so ein kleiner Versuch, also wir werden es jetzt nicht richtig probieren. Probierst du wahrscheinlich noch ohne euch mal normal 2-3 Mal. Oder guck vielleicht mal, wie das andere Leute so gemacht haben. Also, aber hier kann ich es mir nicht... Wahrscheinlich ist es hier einfacher. Das wäre echt funny. Was halt auch krass ist, dass man hier nicht hochlaufen kann. Das ist halt quasi Nullsteil. Ja, Sire. Kolonnenformation. Aber mit den 6 Katapulten hat man halt tatsächlich die Chance, dass man eventuell, auch wirklich nur eventuell, hier das einfach ein bisschen einreißen kann und mit dem Bogenschützen dann halt ein bisschen zerstört. Okay. Das war schon mal das erste bisschen. Zieht euch das... Alter. Der hätte beinahe hier meine Soldaten getötet, der Baumstamm. Also los, ich bin dann. So done mit dem Game. Holy shit. Also gut. Wir gehen. Und er ist jetzt noch geschafft. Wieder in Bewegung. Klasse. Also los dann. Okay. Ja, das ist das ganze Pech halt, ne? Wir gehen. Und hier oben auch noch. Na, meint, oben ist gar keins mehr gewesen. Wie können wir dienen? Ja, Sire. Genau nach Plan. Gehen los! Wir sind bereit. Bogenschützen unterwegs. Ort bekannt. In Vorbereitung. Unsere Bögen werden singen. Euer Gnaden, genau nach Plan. Holy shit, wir werden komplett auseinandergenommen. In Vorbereitung. Wir sind eure Leute. Eure treuen Bogen. Was macht der? Sturmbad bereit, my lord. Oh mein Gott. Egal, probieren wir es einfach weiter. Einfach weiter, einfach weiter. Wo, 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 wo. Immer drauf, immer drauf. Männer an die Waffen! Und wie soll ich dahin? Wie wär's mit Laufen, du faule Sau? Wo ist der Feind? Auf euren Befehl! Alles schön einzeln schicken, ne? Unsere Schwerte sind die euren! Okay, das war jetzt echt total, ich hätte halt Pause drücken sollen. Also wirklich alle einzeln schicken war jetzt nicht besonders klug. Na gut, ich meine, das ist ja auch kein ernst gemeinter Versuch. Nevermind, vielleicht doch. Das Problem ist halt nur, dass die jetzt einfach tot sind. Ne, ihr seid tot, nicht die sind tot. Habt ihr das falsch verstanden? Jupp. Also, lol, was? Es gibt Leute, die haben das überlebt. Damn. Warum bleibt ihr eigentlich nicht stehen? Ich gebe euch den Befehl, bleibt stehen. Ihr bleibt einfach nicht stehen. Was seid ihr für Scheißspasten, ey?
Los geht's. Ja gut, die Armbrustschützen, die hauen schon fett rein. Und die haben wir bisher gar nicht benutzt. Stimmt, was ich bei denen mal gucken wollte, war die Range. Tatsache. Rein theoretisch könnte man das halt sogar noch gewinnen. Wenn die Armbrustschützen jetzt komplett overpowered wären. Theoretisch. Ups. Ja, okay, die Range ist nicht besonders groß. Ja, aber so müsste das ungefähr aussehen, ne? Das ist eigentlich gar nicht mehr so kompliziert. Gut, okay, das ist aber jetzt auch der leichte Modus. Das heißt, wir hatten deutlich mehr Soldaten. Naja, wir probieren es nächstes Mal nochmal. Wahrscheinlich auf leicht, weil ich sehe es jetzt schon kommen. Also ich werde es auf normal zweimal probieren und werde übelst ragen und dann, ja. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ohne euch. Also bis dahin, macht's gut, rein, einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.